Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Ist seitens der Berichterstatterin ein Schlusswort gewünscht? Nein, das ist nicht der Fall. Ich verlege wie vereinbart die Abstimmungen an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Ausschusses für Arbeit und Soziales und fahre in der Erledigung der Tagesordnung fort. Wir gelangen nun zu den Punkten 13 bis 16 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Wir bleiben bei den Themen Arbeit und Soziales. Im vergangenen Jahr hat der Nationalrat eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschlossen, die aufgrund der Corona-Krise mindestens 10 Monate in Kurzarbeit waren und sich im Dezember 2021 nach wie vor in Kurzarbeit befunden haben. Die Beantragung dieses Langzeit-Kurzarbeitsbonus in Höhe von 500 Euro soll nun länger möglich sein, und zwar bis 30. Juni 2023. Die Freiheitlichen haben einen Entschließungsantrag eingebracht, in dem es um die Zugangsbeschränkungen zum österreichischen Arbeitsmarkt geht. Dieser Antrag hat aber bereits im Ausschuss keine Mehrheit gefunden. Debattiert wird auch über die Verlängerung der Sonderbetreuungszeit für elternbetreuungspflichtiger Kinder, wenn die Kinder sich mit dem Coronavirus infiziert haben und die Schule oder den Kindergarten nicht besuchen dürfen. Diese Sonderbetreuungsmöglichkeit wird bis Ende des Schuljahres 2022/23 verlängert. Auch für die notwendige Betreuung von Menschen mit Behinderung bzw. für den Fall der behördlichen Schließung einer Klasse oder einer Kindergruppe kommt diese Regelung zum Tragen.